herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Varaya von Varaya Loves Paper und heute habe ich für euch das letzte Geschenk, was ich zu Weihnachten noch fertig gemacht habe. Und zwar ist das so, dass ich hier noch, ich sag mal, auf die Schnelle ein Buch gemacht habe, um ein anderes Geschenk zu begleiten. So, Erzählung meiner Bastelkunst. Ich habe jetzt einfach wirklich ein altes Schulbuch meiner Mutter genommen. So ein schönes Altered Book. Und dieses Buch hier bekommt meine Oma zu Weihnachten, weil sie nämlich für uns ein Tablet bekommt mit meinen ganzen Bastelvideos drauf. Natürlich auch, um mit der Familie zu schreiben und Fotos zu bekommen und so. Aber da wird ein Ordner drauf sein, wo dann die ganzen Bastelvideos, die ich bis heute gemacht habe, inklusive dieses Videos, wird dann da drauf sein und dann kann sie sich ganz in Ruhe angucken, was ich wie gebastelt habe und was wie wo ein Junk Journal ist und überhaupt und außerdem. Ja, und als Begleitbuch habe ich genau dieses Buch hier gemacht. So, und da möchte ich euch jetzt einmal als kleines süßes Video hier mit durchnehmen. Es ist der 25.12. Es ist kurz vor 9. Und gleich nach diesem Video werde ich dieses Buch verpacken und ein kleines Tag dranhängen. Und dann wird es unter den Weihnachtsbaum wandern. Also Nachmittag ist nämlich bei uns gemütliches Weihnachtsbeisammensein. Meine Eltern kommen, meine Oma. Und wir haben es hier fein gemütlich in einer kleinen Runde. Ja, ich habe dieses Buch ein bisschen beschnipselt. Bevor ich es vergesse, ich freue mich natürlich über Likes, Kommentare, über neue Abonnenten. Lass uns gerne austauschen. Ich kriege jetzt immer schon Kommentare, da freue ich mich mega drüber. Auch lieben Dank an Jessie. Total cool. Ich gucke deine Videos auch total gerne, auf jeden Fall. Super spannend, was ich immer auch noch von euch lerne. Und ja, vielleicht lernt ja der ein oder andere auch noch irgendwas von mir. Oder merkt, dass ich irgendwas total bescheuert mache und kann dann einfach sagen, hey, guck mal, so geht's einfacher. Ja, freue ich mich drauf. Ich bin gespannt, was ihr hier zu meinem kleinen Erklärungsvideo sagt, beziehungsweise zu dem Erklärungsbuch. Ja, und was, ich muss mal gucken, ob der Bildausschnitt passt. Ja, der Bildausschnitt passt, ihr seht was. Ich hoffe auch, dass mein Mikro vernünftig angeschlossen ist. Ich habe ein altes Deutschbuch ausgeschlachtet. So, dieses Buch hat, wie ihr seht, zwei Signaturen. Eine Signatur ist die Bastelgeschichte. Und eine Signatur ist die Erklärung zu den Videos. Ich werde jetzt nicht Seite für Seite mit euch durchgehen. Bei der Bastelgeschichte eher schon. Bei den Videos, ja mein Gott, die könnt ihr selber gucken. So, erstmal habe ich hier vorne so einen kleinen Umschlag reingepackt mit einer kleinen Weihnachtskarte. So. Dann habe ich hier eine kleine Erklärung reingepackt, die ich immer zu meinen Büchern dazu packe. Und da ist immer erklärt, was ist denn überhaupt so ein Junk Journal in Kürze. Nun ist das so, Oma ist 93, hat noch nie von Junk Journal gehört, hat zwar schon das eine oder andere von mir bekommen, aber kann sich darunter jetzt vielleicht noch nicht so viel vorstellen. Deswegen gibt es hier die Bastelgeschichte. Entschuldigung, ich bin am gesund werden. Ich habe noch einen Rest von einer Erkältung und das hört man auch so. Jetzt kommt hier eine kleine Einleitung als allererstes. Worum geht's denn? Und die erste Signatur habe ich so gemacht, wie ich eigentlich Junk Journals mache, mit verschiedenen Seiten, mit kleinen Erklärungen und so weiter. Genau, und hier habe ich immer mal so geschrieben, wie was heißt, wie es auch ausgesprochen wird. Weil wenn man nie Englisch in der Schule hatte, dann ist der ein oder andere Begriff, vor allen Dingen, wenn er geschrieben ist, ganz anders als das, was man ausspricht. Dementsprechend habe ich hier manchmal auch so lustige Übersetzungen oder mal Wortlaute gemacht. Ja, eine kleine Erklärung, was wie beliebt ist. Zum Beispiel Atlasseiten haben wir hier, im Kaffee oder Tee gefärbte Papiere. Und Flecken sind toll, ne? Geschnittenes oder Gerissenes erklärt. Oder auch hier zum Beispiel, dass es einfach Themen gibt. Dass es nicht einfach nur ein Buch mit lustig bunten Seiten ist, sondern manchmal gibt es auch Drachen, Elfen und so weiter. Es gibt Taschen, in die man was reintun kann. Und es gibt schöne alte Buchseiten, wo dann auch was draufsteht, was man lesen kann, ganz klar. Was ist ein Tag? Wie spricht man das aus? Und ja, hier eine Seite zum Ausklappen. Ich habe mir eine schöne Edith Holden-Seite genommen. Meine Oma liebt Natur und Vögel und hat einen schönen Garten. Da denke ich mir, so eine Seite darf nicht fehlen. Ja.
Und so habe ich mich hier durchgefräst. Hier nochmal eine Pocket gemacht. Was ist Distressen zum Beispiel? Wie geht man mit Stempeln um? Also darf ich das hier nochmal einklappen. Ups. Und ja, es gibt auch Schablonen. Ich meine, klar, meine Oma kennt Stempel, meine Oma kennt Schablonen. Aber wie spricht man das auf Englisch aus? Und wenn ich durch meine Videos so durchrausche, dann werde ich natürlich die englischen Fachbegriffe nehmen, sofern ich sie dann weiß. Ja, und ja, hier und da einfach so kleine Elemente. Und hier ist auch noch wichtig, ich habe hier so Die-Cuts reingepackt. Und ich habe nämlich dieses Jahr zum Geburtstag von meiner Oma eine schöne Maschine bekommen, mit der ich prägen und stanzen kann. Super geiles Teil. Und das hier sind Ergebnisse aus dieser Maschine. So, hier mal geprägtes, da mal gestanztes. Was ist ein Flip-Through? Und hier ist mir eine besonders schöne Seite gelungen beim, ja, eigentlich so eine Spitzendecke habe ich gefärbt oder so ein Stoffstück, das so ein Netzstoff ist und habe da mit goldener Farbe rumgehext. Das ist daraus geworden. Natürlich ein tolles Blatt für so einen Junk Journal, ne? Genau. Und das war es eigentlich auch schon an Erklärung. Ich könnte noch wahrscheinlich 1000 Begriffe mehr erklären und 1000 Themen hier noch mit erwähnen. Nur, das wird erstmal zu viel, zweitens verwirrend. Und drittens soll das ja wirklich nur eine kurze, knappe Erklärung sein. Vielleicht auch ein kleines Nachschlagewerk. Und ich glaube, das Wichtige an der Geschichte ist, was habe ich für Videos gemacht? Ja, und hier sind die Videos, die ich bis heute so gemacht habe, einfach kurz erklärt. Und hier habe ich auch gar nicht groß rumgebastelt oder was Buntes dran gemacht, weil es wirklich, wirklich nur eine kurze Erklärung sein soll, damit Oma die Videos, die ich gemacht habe, einordnen kann. So, dieses Video hier ist tatsächlich nicht das 24. Video, sondern das 24. Projekt, was ich mitgefilmt habe. Ich habe oft natürlich Videos gemacht mit 3, 4, 5, keine Ahnung, 10 Abschnitten. Aber 24 Projekte befinden sich bei YouTube und 24 Projekte kriegt Oma auf ihr Tablet. Und dann bin ich sehr gespannt, erstmal, ob sie mit der Technik denn klarkommt. Also wenn sie, Oma, wenn du bis hierhin die Videos schaust, dann bist du super mit der Technik klargekommen. Ja, und auch, was sie zu meinen Videos sagt, ne? Weil das ein oder andere Ergebnis hatte sie ja schon in der Hand. Ich habe Oma schon Karte gemacht, ich habe auch schon mehrere Bücher gemacht und jetzt zuletzt auch einen Adventskalender. Nur wie ich das gemacht habe und wie ich die Sachen zeige, das kennst du natürlich noch nicht. Also, liebe Oma, wenn du dieses Video schaust, ich hoffe, du bist bis hierhin gut durchgekommen und hattest sehr viel Spaß beim Anschauen. Ist ja wie so ein kleiner Fernsehsender, ne? Ja, und an alle anderen, die nicht meine Oma sind und dieses Video geschaut haben, hoffe ich, ihr hattet Spaß bei dieser kleinen kurzen Erklärung und bei diesem kleinen, ja, Quickie-Video, sage ich mal. Hier habe ich ja tatsächlich nur gezeigt, was ich gemacht habe und ein bisschen, was ich beschrieben habe. Jetzt bleibt mir noch, euch weiter schöne Weihnachten zu wünschen oder besser gesagt, schöne Weihnachten gehabt zu haben, zu wünschen, weil dieses Video nämlich erst am Mittwoch rauskommt, da ist Weihnachten schon Geschichte. Ja, ich hoffe, ihr hattet fein, feine Plätzchen, feine Gemütlichkeit und vielleicht das eine oder andere Bastelvideo. Ja, dann ho 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 und bis demnächst in diesem Kino.